In der letzten Episode. Ja, da vorne läuft schon der Spezi, okay. Aber wenn wir den hier auf der Brücke erwischen, das ist ja nicht so dramatisch. Oh, das war ja ein guter Treffer. Hey. Und so geht's weiter. Und damit herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 99. Ja, in der nächsten Folge sind wir dreistellig. Oh, das ist ja schön. Geht uns das Wasser aus? Ach du Schande, in der Tat, es geht tatsächlich aus. Okay. Warte mal eine Sekunde. Wir haben keinen Topf dabei. Gut, dann muss das erstmal her. Dann müssen wir jetzt, Wasser kochen, fürchte ich. Bevor wir losziehen zum Kartieren. Ja? Ach, die Därme hat man gar nicht mit. Okay, alles klar. Ist aber schön windig, alter Schwede. Bin ich ja froh, dass wir hier in der Ecke sitzen können. Ach so, wir haben hier jetzt so Futtern. Okay, wir sind hier im Windschatten. Wir haben eine Magnesiumfackel gefunden. Brauchen wir die eigentlich? Nee, eigentlich brauchen wir die ja nicht. Ach so, echt? Warte mal. Ach so, wir haben. Ja. Wir haben, glaube ich, alles Holz verbrannt, kann das sein? Ich muss nochmal nachschauen. Unter Holz. Jein, sag ich mal. Ja, dann nehmen wir halt ein Buch zum Start. Ist ja egal. Ich hoffe, das Holz ist jetzt wieder auf Normalmodus und nicht, ich sag mal, im noch im 4-Tage-Dunkelheit-Modus. So, sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Ja, weiß man ja nicht, was jetzt normal ist, was nicht. Kommen wir schon ein bisschen durcheinander. So. Und das. Die Temperatur ging kurzzeitig runter. Das ist ja lustig, weil der Wind gedreht hatte. Ja, tatsächlich gedreht, aber es ist irgendwie nicht mehr so windig wahrscheinlich. Sollten wir gleich mal was trinken. Oh, das war gut. Oh. Ja, dann werden wir erstmal... Na gut, wir haben sogar fast schon Mittag, alter Schwede. Ich hätte eigentlich die Lupe verwenden können. Wir haben doch eine Lupe dabei, oder? Ja, ich Idiot. Na gut. Das nächste Mal wieder. Wann immer das Sache ist. ...50 Minuten haben wir noch. Wahrscheinlich noch einen Liter hin oder so. Oh ja, Maus runterziehen. Das und das. Was haben wir noch? Immer noch 37. Ja, die Mathematik. 23, ja. Weil 2 mal 13 ist 26. 37 minus 26 ist 23. Viele Grüße an euren Mathelehrer. 22 Minuten. Ja, und 22 minus 26 ist 8. Ja, da war auch noch ein bisschen alt was. Warum nicht? So. Da haben wir noch ein bisschen Holzkohle. 3 Stück. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? Ah, nicht, hier ist das. 14. Echt nur 14? Warum so wenig? Verstehe ich nicht. So, das gönnen wir uns. Ja gut, mit 14 kommen wir natürlich heute nicht weit, aber wir gehen trotzdem noch kartieren. Also, erstmal Wasser raus. Den ollen Liter. So. Das werden wir auch nicht alles brauchen, da reichen uns wahrscheinlich 2,16 Liter. Ach. Da nehmen wir noch ein Fischchen mit. Die lassen wir da. Das ist nur unsere Notration, sag ich mal. Zuerst können wir das essen. Gut. So, dann gucken wir kurz durch. Das Holzstück lassen wir... Ach je. Ja, wir müssen es mal ausladen. Ich will jetzt nicht wieder hier mit Sack- und Pack-Geschichten losziehen. Eine wird mehr als genug sein. Wahrscheinlich braucht man die mal nicht mal. Ja, wir sollten uns nicht noch mit dem Wolf anlegen. Das wäre keine gute Idee. Ach so, wir... Ja, okay. Ja, und das Brecheisen nehmen wir mit. Das lassen wir aber da. Das nehmen wir vielleicht mal mit. Ja, das ist vielleicht besser so. Ach ne, ich wollte gerade sagen, haben wir noch 3 Pfeile? Haben wir nicht. Wir sind ja falsch sortiert, sag ich mal. Den Stoff. Ich lasse mal 3 da. 30,87 Kilo. Gut, wir haben den Schlafsack dabei, aber das mache ich nur, falls wir irgendwo feststecken. Die Gründe sind ja hier viel zu vielzählig. So, wir sind jetzt hier unten. Und wir werden jetzt mal
den Quartiergang Richtung Ausgang zur Küstenstraße machen. Das ist da hinten raus. Ja, dass wir die Ausgänge alle an derselben Stelle haben, das ist schon echt lustig. Vor allem macht das von der Welt Sinn. Hier ist Küstenstraße und hier ist Rätselsee, sag ich mal. Plus minus. Also die beiden sind irgendwie auf derselben, an derselben Stelle. Ohne idyllisches Tal, Küstenstraße, Rätselsee. Ja doch, es stimmt. Plus minus. Natürlich, aber es stimmt. Ist das schon da oben rauf? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin bisher immer irgendwo da hinten rausgegangen. Wir können ja mal gucken. So, hier sind wir natürlich schon durch in der letzten Folge. Das ist ja altbekanntes, abgelootetes Terrain. Was sagt das Wetter? 1 Grad, ne? Das ist warm genug. Ja. So, dann werden wir vielleicht mal von hier aus mal kartieren. Sind die ganzen... Von hier oben kann sie dann alles einzeichnen. Hallo Wind. Schön, dass du da bist. Ja, juhu. Wahrscheinlich wird es in Bälde neblig. Ne, das sieht doch nicht so aus. Dann könnte ein Blizzard drohen. Ja, wobei, den hatten wir ja heute Nacht erst. Aber gut, in dem Tal ist ja alles ganz besonders toll. Ich habe sowieso das Gefühl, jedes Mal, wenn du eine Karte neu betrittst, dann kommen erstmal ein paar Blizzarde. Warum auch immer, ja, da unten ist ein Wolf, das ist ja schön. Und ein Haufen Bartflechten. Naja, zumindest einmal eingezeichnet. Hm. Hm. Irgendwie knistern gehört. In die Ecke. Ist das hier hinten raus? Kann mir fast nicht vorstellen. Nee, das ist nicht hier hinten raus. Nur eine Höhle oder sowas. Wir gucken gleich mal. Hasen gibt's hier. Ah ja, Tatsache. Kaninchenhain. Das Wetter, das ist natürlich auch ganz formidabel. Eieiei. Was geht? Es ist nicht so schön, wie es sich so aussieht. Okay, in die Höhle gucken wir rein. Was ist denn das für eine Höhle? Das klang, als wäre direkt im Nacken. Oho. Ah, guck mal. Joho. Moment. Er steckt die Knarre weg. Ist das seine Höhle hier oder wie ist das hier? Nö, ist es nicht. Aber er kommt direkt auf uns zu. Das ist ja schön. Kommt er auch hier rein? Das sieht so aus. Joho. Ist ja gut, dass wir hier drin sind. Vielleicht ja schon. Ich weiß es nicht. Ein zerbrochener Pfeil, das ist ja gut. Da hinten ist noch eine Munition. Kommt er noch her? Hallo? Wo ist denn der Ausgang? Ja, Tatsache. Oje. Sehr, sehr gute Ecke hier. Was ist denn los? Nachgeladen Zimmer. Jetzt kann ich mal gucken. Ja, er stiefelt schon, aber er stiefelt. Es sieht nur so aus, als würde er stiefeln. Ja, guck mal, da ist ein Loch. Ja, das ist wichtig. Zu wissen. Ach je. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in Bären, ja, ich wollte euch nur in Ruhe kartieren. Also sieht man halt nicht mehr. Sieht man ja wenigstens seinen Buckel. Da ist ein Kaninchen abgehauen. Den Bären gesehen. Ja, aber ich wunder. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich hier reinkommen. Ich fürchte ja. Gut, unter den Umständen muss der halt sitzen.
Oh, der verträgt aber viel, alter Schwede. Es scheint ihn aber nicht sonderlich zu stören. Ja, dann, machen wir das nach der Feiglingsmethode. Hey, wir haben den zweiten Bär. Ja, der Bärenfallfellmantel kommt näher. Dann hat sich das Thema jetzt gerade mal geändert. Irgendwie schon. Achso, hier haben wir wahrscheinlich noch Holzkohle. Ja, natürlich. Geil. Ja, hier ist einiges los, würde ich sagen. Und der hat jetzt aber natürlich massig Munition geschluckt, alter Schwede. Boah. Gut, mein Guter, bevor du hier komplett zerfrierst. Ja. So, da haben wir das. Die Hasen bewegen sich nicht. Und jetzt geht die Holzsucherei wieder los. Und da wir keinen Topf dabei haben, warum auch immer, das weiß ich nicht. Ich werde mir schon nichts dabei gedacht haben. Muss das halt anders gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er reingekommen wäre, aber das Risiko gehe ich da nicht ein. Aber lustigerweise ist er nicht weggerannt. Wahrscheinlich, weil wir in der Höhle waren, konnte er sozusagen keinen Feind ausmachen. Das ist ja sein Problem. Aber die Höhle hat jetzt irgendwie keinen besonderen Namen. Nö, das ist nur die Höhle mit dem Plastikbehälter. Reicht als Name. Ein zerstückelter Bär. Ja, das ist so schön. Das kann man natürlich auch kartieren, das ist gar kein Problem. So werden wir nie vorankommen. Die Hilfe. Okay. Wir brauchen Holz. Nee, nee, nee. Schon die Axt. Dann nehmen wir die zwei Tannen noch mit. Also insgesamt drei. Ach na juhu, jetzt haben wir das wieder. Nach jedem Bären klingt das so, oder was? Wahrscheinlich ja. Hallo Hase, du kannst mal, kannst mal ins Bett gehen. Es wird echt dunkel schon, merkst du das nicht? Nach Trinken. Ja, aber das ist teuer. Bären sind ja echt sauteuer. Von der Munition her. So, jetzt müssen wir mal das Holz ablegen. Ja, das wird uns die nächsten Folgen jetzt wieder begleiten. Ach, na juhu. So, wir nehmen aber nicht das Feuer hier vorne, sondern wir machen unser eigenes. Dann hier hinten irgendwo. Naja, es gibt heute wieder Bär. Ich weiß nicht, wo es herkommt. So, 9 Stück. Das reicht eine Weile. Gut, die Stöcke behalten wir natürlich. Aber wir könnten die Kiste erstmal nehmen zum Zwischenlagern von Dingen, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Ja, wir werden natürlich wieder den Feuerstrahl nehmen. Echt, der ist schon auf 19% runter. Uiuiui. Ja, die Kleidung behalten wir natürlich an. Ah, die war so lecker. Er kann die Klappe nicht halten, das ist echt unglaublich. Gut, dann werden wir das Futter aber erstmal nicht brauchen. Okay. Knarre rein. Holzkohle rein. Kaputter Pfeil, na, die können wir zwischendurch mal auseinandernehmen. Achso, die Knarre hätten wir auch nachladen können. Das hatte ich zwar versucht, aber das ging irgendwie nicht. Warum auch immer. So, und dann die Pilze, die können wir noch verkochen. Genau. Mal gucken, ob wir, zum Nähen kommen. Wahrscheinlich ja. Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir die Mützen und so. Reparieren. So, jetzt kommt erstmal das alles und ein Sack. Was haben wir denn hier? Können wir eigentlich noch rennen? Wir können sogar noch rennen. Da hätten wir noch einen mehr mitnehmen können. Na gut. Okay. So, hier hinten ist es ja warm. Das heißt, hier kommt 10 Stück und ein Stück raus. Und da, wo es die Temperatur ist. Warte mal. Ach, so nass sind wir. Das ist ja schön. Ja gut, komm, leg's erstmal ab. Ja, es ist sehr finster. Ja gut, durch die ganze Holzklopperei. Wir waren stundenlang. Und den Bären. Wir haben hier wahrscheinlich 5-6 Stunden. Bei dichtestem
Schneefall teilweise. Ja, wahrscheinlich sollten wir erstmal pennen, alter Schwede. Das war aber kein so großer Bär. Das sind hier noch, wobei hier sind noch vier sehr geil. Ja, genau, der Rest sind Beine. Es gibt ja Leute, die mögen Schweinsfüße. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Mein Schwiegervater steht da ja so drauf. Dann haben wir ihm mal welche gekauft. Ohne selber zu wissen, wie die schmecken. Er hat sich tierisch drüber gefreut. Ich hab fast gekotzt, alter Schwede. Boah, der Schweinsgeruch, der war zu extrem. Damit kam ich nicht klar, ne? Aber ich bin eh kein großer Freund von Schweinfleisch. Mir schmeckt das nicht so. Lieber ein Köhnbär, das ist irgendwie ganz lecker. So, was sagt denn die Nacht? Ja, wahrscheinlich sollten wir erstmal pennen. Ja, dann brauchen wir ja doch Futter. Moment, hier ist die Kiste, man sieht sie kaum. Ihr mehr als ich. Futter. So. Ach, wir haben die entsorgt. Na juhu. Bin ich ja froh, dass ich die hier reingetan habe, Idiot. Ja, okay. Was willst du machen? Gut, ich sag mal so, mit dem Bären ist jetzt nicht so, dass uns da irgendwie das Futter in nächster Zeit ausgeht. Das andere war eine Dose, kann das sein? Ja. Gut, dann... Ja, eigentlich kannst du durchschlafen. Ist auch nur noch 6,7 Grad, alter Schwede. Passt auf die Hälfte gesunken. Wir machen erstmal 4 Stunden Prozente, technisch ist ja gar kein Problem. Ja. Es ist immer noch warm genug. Wir gehen mal auf 2 Stunden runter. Es geht, es sind immer noch 8 Grad. Das ist übrigens schon der nächste Blizzard. Wir hatten in der letzten Nacht erst einen. Ja. Okay, ich würde sagen, den Rest noch drin und dann sind wir wieder da. Komplett erholt, aufgewacht. Jetzt ist es tatsächlich 0 Grad. Krass. Ja, aber das halt mal aus. Das ist jetzt nicht das Problem. Dann kümmern wir uns mal gerade ganz kurz um ein paar Sachen. Schön, das gibt dann den nächsten Pfeil in Zukunft, sag ich mal. Kleidung. Also wir haben das alles in der Kiste, ja. Ja, der Herr hat Hunger. Aber das ist gerade egal. Das ist erstmal gefrickelt hier. Wie ist die Temperatur hier vorne? Ist auch 0 Grad, okay. Na dann. Einmal. Und noch einmal. Gut, dann heißt es jetzt kochen. Irgendwas hier Wichtiges drin. Vielleicht für Wasser oder Tees. Müssen wir mal gucken. Das heißt, es gibt dann noch mehr Holzkohle. Das ist ja nicht schlecht. Warte mal. Wir nehmen erstmal 2 Kilo auch raus. Damit wir da schon direkt loslegen können, wenn wir das Feuer anhaben. Hand bitte, ja. Gut, alles klar. Komplett raus. Ein Feuerchen, bitte. Ja. Sehr schön. Jetzt noch ein paar Stöcke drauf und dann die Tannen hinterher. Mal gucken, wie viel wir schon drauf kriegen. Nur 6, okay, alles klar. Einmal und noch einmal. Tja, wir sind kochmäßig Level 5 hier. Schneller geht's nicht. Okay, komm, alles raus. 18 Minuten, okay. So. 16 Minuten, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich... Ah, ne, falsch. Warte, wir droppen das, nehmen... So. Wie ist das einfach? Ah, der Blizzard hat aufgehört.
Nein, das sollst du nicht. Kannst du mal hier? Gut, so ist das richtig. Einmal, noch einmal. Sehr schön. Achso, wie da? 57? Das ist nur ein 25er. Okay, da habe ich ein kleineres erwischt. Warte mal, da machen wir vielleicht 1,4 Kilo. Ja. Gut. Dann ist das ja gleich fertig. Ja. Ja, schmeiß alles zusammen. Ist ja Wumpe dann letzten Endes. Fertig geworden. Das war Punktlandung, würde ich sagen. Hier. Warte mal. Wir schmeißen noch mal ein Stückchen weiter vorne raus. Vielleicht direkt auch in den Schnee. Dass wir da das entsprechend richtig haben. So. 52, 20 Minuten. Okay. Gut. So, dann haben wir 32 Minuten als nächstes. Gut. Ach, jetzt war da wieder ein Gigardes dazwischen. 24. Das heißt der Rest. Sehr schön. Trink mal was, Junge. Während des Trinkens ist es fertig geworden. Sehr schön. Der Hammer. Oh, guck mal, welch schönes Wetter wir haben könnten, wenn wir kartieren würden. Wir müssen noch Wasser kochen. Tja. Ja, das Gute ist aber mit Level 3, Level 5 geht das relativ fix. So, wir schauen erstmal. 51, 26 Minuten. Ja, komm, nimm das. Gut, dann ist das fertig. Wieder eins drauf. Genau, wir hauen gleich den Sack drauf. So, machen wir das in Zukunft. Warte mal, was schmeißt du als erstes raus? Das da, okay. Und dann ist das, naja, gut. Sonst haben wir nichts. 17 Minuten. Unverhofft kommt oft sozusagen. Ah, das geht inzwischen. Na, Gott sei Dank. Das macht es viel leichter. Das hatten sie nämlich eine Zeit lang tatsächlich nicht gehabt. Das ist super. Und das sind halt die Dinge, wo die dann bei Hinterland halt auf die Community hören. Weil die dann halt solche Tipps halt geben kann. Die kann halt sagen, hör zu, wenn du das mit Rechtsklick rausnimmst, müsstest du es eigentlich auch wieder ablegen können. Schnaufi, Schnaufi. Gut. Das darüber, das darüber. Das raus. Wir haben 21 Minuten. Ah ja. Das heißt 1,4 Kilo. Tja, begeht der Tag dahin, würde ich sagen. Tja, dann machen wir das noch. Jetzt aus. 16 Minuten, alles klar. Nehmen wir das schon mal raus. Aber wir müssen eh einen nächsten Sack holen. Naja, inzwischen ist es auch windig. Was immer das auch heißt. Lustige ist, wenn ich das dann auseinandernehme hier, dann wird er gleich so. Achso, 7 Minuten. 3. 24. Okay. Ja, das Feuer geht noch eine Weile. Das ist schön. Jetzt. Sehr schön. 25. Dann packen wir den Rest noch. Ach,
Der Hammer. Das ist dann der letzte. Jetzt sind wir tatsächlich schon durch. Hm. 28 Minuten, okay. Dann nochmal 1,4 Kilo. Also geht das dann auch schnell. Das ist ja okay. Und den Rest. 1 Minute bis zum Grab. 3 Stunden geht das Feuer noch. Ja, das werden wir nicht schaffen. Aber wir haben noch genügend Holz. Das ist ja gar kein Problem. Da weißt du was, ja. Naja, und Wasser kochen sollten wir nebenbei auch noch. Ja, das kommt leider auch noch erschwerend hinzu. Also müssen wir das erstmal so machen. Okay. 14, 10. Und der Trinkwasser 0,63 Liter getrunken. Woher? Da war doch nur ein halber drin. Also, das ist irgendwie ein Bug hier in dem Spiel. Das ist echt lustig. Okay, Sekunde. Was können wir denn eigentlich noch machen? Wir könnten basteln. Ja, warum ich nicht? 9 Minuten bis zum Siedepunkt. Sollen wir den Tee gleich kochen? Wir nehmen ihn erstmal noch mit. So, nochmal basteln bitte. Achso, ja, dass das da nicht geht, verstehe ich nicht, weil diese Reparier- und Zerrupf-Sachen kannst du ja dann wiederum direkt aus dem Menü machen. Ja, leg's doch einfach ab. Das muss jetzt nicht hier so nach einem gewissen Muster erfolgen. Okay, wir heben das erstmal auf. Das muss jetzt erstmal reichen, wir müssen ein bisschen vorankommen. Das dauert das noch ewig. Der gute Junge ist ja eh schon matschig. Ich glaube, sonst haben wir erstmal nichts zu tun. Feuerstahl hält noch durch. Mal gucken, wie lang. Wir können die Knarre mal nachladen. Das wäre eine Idee. Sonst haben wir ja nichts dabei. Okay. Ja, lad doch nach. Ja, 5 Schuss, das war natürlich viel zu viel, aber gut. Da kenne ich keinen Pardon. Ja, der ist natürlich schon ganz besonders weit gekommen. Das dauert halt. Aber der im Bauernhaus müsste bald fertig werden. Wir gerade mal gucken. Kartierungstechnisch, man könnte ja vielleicht noch die ein oder andere Kartierung machen. Ja, aber das ist zu weit weg. Da müsste man entweder, man geht auf die andere Seite, man muss tatsächlich ein Stück hoch und dann hier runter irgendwie sowas. Das ist nicht das Tal. Nochmal, ob es hier irgendwie Rohrkolbenstänge oder sowas gibt, was man noch einzeichnen und mitnehmen könnte. Ja, Tatsache. Oberer Wasserfall. Ah ja. Ja, einzeichnen. Mhm. Tja, Junge. Ich würde sagen, wir müssen weiter rennen. Ja, komm, nimm gleich 3. Ich kann ja deine Rechen... Ne, deine Rechenkünste, deine... 4 Minuten. Okay, warte. Das fällt ein. Warten wir noch ab. Hallo. 33, okay. Ja, weil wir jetzt wirklich viel können wir da auch nicht mehr kartieren. Wir könnten aber von oben kartieren. Das würde wahrscheinlich besser funktionieren. Ich glaube, es ist ja dann auch nur hier. Ja, da vorne sieht es ja nicht gerade günstig für das Gewächs aus. Ah ja, sehr schön, sie sind drin. Oberer Wasserfall. Steht jetzt auch da. Huch, wo bin ich auch? Warum ruckelt's hier? Gibt doch keinen Grund. Hintergrund läuft nichts. Alle Pausen sind zu. Ja, da wartet tatsächlich unser Bärenmantel. Das ist ja lustig. Mal gucken, wie weit wir kommen mit dem Feuerchen. Ja, wir schaffen gleich mal was raus. Ja, am besten jetzt.
Mal gespannt, wie viel Kilo das sind. Das müssen wir mal am Ende mal zusammen gucken, wie viel das da noch ist. Weil das kommt, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Oh, eine schöne Nacht. Oh ja, kuschelig. Ich werde schwach. Jedenfalls. 2, 4, 6, 8 Stücke haben wir noch. Ja, wahrscheinlich wird das Feuer nicht reichen, aber das macht nichts. Wir haben noch genug Holz. Hm, 18 Minuten. Ha. Fleischschubser nennt sich das. Das ist wie in so einer asiatischen Imbissbude, die auch mal super, super effizient unterwegs sind in ihren Abläufen, ihren Dingen. Halt. So, was haben wir noch an Wasser? Ich will erstmal gucken, bevor wir das Feuer... Ja, ja, wir sollten noch ein bisschen mehr Wasser kochen. Ich wollte erstmal einen Großteil von dem Fleisch fertig bekommen. Um erstmal zu gucken, wie das Feuer reicht, aber das kommt hin. Dann kloppen wir einfach das Ding noch drauf und dann ist ja auch Ruhe. Da, 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 14, 17, sehr schön. Das vorletzte. Ja, das reicht locker. Locker. Wie groß ist denn das? Das ist nur so ein angeschnipseltes, okay. Was? Aber das ist lustig, dann ist das wirklich tatsächlich sehr effizient, sozusagen das Wasser zu kochen und zu trinken, weil jetzt sind wir wieder voll. 0,5 stand da, Trinkwasser 0,5 gekocht, 0,6 zu. Achso, das kann natürlich sein, dass er einfach noch den Rest von dem Vorrat nimmt, den wir haben. Ja, okay, gut. Dann sage ich nichts. Vielleicht berechnen sie es ja doch richtig. Vielleicht. Wo ist die zweite Dose? Hallo? Was haben wir die weggelegt? Es ist neblig draußen. Und in teilweise auch hier drin. Wobei es das gar nicht sein sollte. Weil so viel Wärme wie hier drin ist, müsste das eigentlich alles noch sozusagen in die Luft passen. Was haben wir denn? Oh je, noch eine ganze Stunde. Hätte ich gar nicht den Scheit wahrscheinlich gebraucht. Naja, egal. Wir ziehen das jetzt noch fertig, was? Schmelz stand da, okay. Punkt. Halt, noch drin. Und dann sind wir auch gleich durch hier. Das hat gerade noch gereicht. Gerade so. Und das auch. Ja, der Hammer. Also auf den Punkt. 10 Uhr war's. Was haben wir jetzt an Holz? Eine Sekunde. Ja, es ist immer noch neblig. 36 und 18. 56 Holzkohle. Aua. Oh, wir legen uns in das Fleisch. Oh, geil. Ja, dann war das heute ein bisschen... wie soll ich das sagen? Anders gelaufen, als ich wollte. Ich wollte eigentlich hier die Ecke hier fertig kartieren. Wir haben jetzt... Tag 155, also der Bär im Bauernhaus müsste eigentlich fertig sein. Okay, Sekunde, wir müssen aber was eintragen und zwar, ich muss erstmal auf die Karte schauen, wie das nochmal hieß. Oberer Wasserfall, alles klar, nur dass wir das richtig haben. Warte, ja, oje, oje. Es wird nicht besser, würde ich sagen. Hallo? Kannst du mal scrollen? Ich würde das schon gern sehen, was ich da unten tippe. Okay, idyllisches Tal. Oberer Wasserfall. Höhle. Da liegt. Ne, falsch. Das ist das richtig hier? Ich glaube ja nicht. Warte mal. Ja, mit Scrollrad geht das irgendwie nicht. Futter, Futter, Kartierung. Ne, ist schon richtig. Es war schon richtig. Na gut. Dann schreibt man es einfach nochmal. Ja, warum nicht? Wasserfall, Wahl, Höhle.
ein B. Warte, wir machen ein Bärenfell plus 10 Därme. Träme. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich denke, wir werden mal zurückdackeln zum Bauernhaus, um einfach unseren Schlafsack mal aufzumöbeln. Das ist inzwischen wirklich notwendig. Der wird ja nicht besser. Der gute dauert hier. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Wäre auf jeden Fall cool. Ja. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.